Die Wiesbaden Akademische Integration hat drei Säulen. Einmal ist die Integration durch Sprache. Dadurch, dass es ehrenamtlich ist, haben wir Zugang zu Menschen, die in Muttersprache den Flüchtlingen den Zugang geben. Das ist eine ganz andere Form, auch eine eher emotionale Form, die Integrationskurse, die es staatlich gibt, ergänzt und sozusagen durch eine andere Tür mit reingeht. Die zweite Ebene ist die Integration in die Arbeitswelt. Dort hatten wir zum Beispiel Deutschlands erste Praktikumslösung nur für Flüchtlinge. Und die dritte Ebene ist das, was uns sozusagen hauptsächlich ausmacht, ist die Integration in die Zivilgesellschaft. Weil wir überzeugt sind, dass erst Integration dann abgeschlossen ist, wenn genauso viele prozentual Menschen mit Migrationshintergrund als auch ohne Migrationshintergrund an der Zivilgesellschaft beteiligt sind. Am Beispiel Wiesbaden haben wir rund 40% Menschen mit Migrationshintergrund. Und dieses Riesenpotenzial von Menschen, die die Wiesbadener Zivilgesellschaft, wie auch in vielen anderen Orten Deutschlands ergänzen können, das uns entgeht, darin setzen wir uns ein. Wir machen Workshops, wir machen Videoratgeber, wir machen verschiedene Aktionen, die dazu beitragen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund motivieren, in die Zivilgesellschaft sich einzusetzen. Sehr, sehr spannend, weil sie machen Menschen stark, sich selbst einzubringen. Ja, im besten Sinne des Wortes Neudeutsch Empowerment for Migrants. Eine tolle Sache. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihre Akademie. Ja, und vor allen Dingen, dass Sie die Wiesbadener Stadtgesellschaft so bereichern, wie Sie sich das vorstellen. Ich freue mich, dass es Sie gibt. Danke sehr. Vielen Dank. Bitte schön.